Mario macht einen Ausflug in den Zoo. Doch der Weg dorthin ist voller Gefahren und es gibt sogar wütende Tiere. Wird Mario es schaffen, den Zoo zu erreichen? Unsere heutige Geschichte von Super Mario Odyssey beginnt damit, dass Mario auf dem Weg zum kleinen Toadie ist. Denn der weiß ganz genau, wie man in den Zoo kommt, den Mario besuchen möchte. Hey Toad, ich möchte so gerne wilde Tiere sehen. Kannst du mir sagen, wie ich in den Zoo komme? In den Zoo, sagst du? Gar nicht mal so einfach. Warum das denn? Der Weg dorthin ist ziemlich beschwerlich. Aber wie genau komme ich denn da jetzt hin? Okay, also pass gut auf. Du musst mit der Odyssee in den Naturpark fliegen, von dort aus in den Zug steigen, in die Kanone springen und dich dort durch den Windgarten katapultieren lassen. Dann bist du fast da. Wow, das klingt kompliziert, aber ich schaff das schon. Ich gebe nicht auf. Ja, sehr gut. Dann viel Spaß im Zoo, Mario. Dankeschön, Toad. Du bist der Beste. Okay, dann auf zur Odyssee und von dort aus in den Naturpark. Das Schöne ist ja im Naturpark, dass man dort bereits ein paar Tiere entdecken kann. Na gut, Cappy, auf geht's. Heute schauen wir uns einige Tiere an und ich bin schon sehr gespannt, welche wir entdecken werden. Jetzt bekommt ihr auch eine kleine Aufgabe, wenn ihr das Video gerade schaut. Zählt doch mal, wie viele Tiere wir bis zum Schluss des Videos getroffen haben. Ich bin gespannt, wer auf die richtige Anzahl der Tiere kommen wird. Okay, und da wären wir auch schon. Im Forstland, genauer gesagt im Robohain. Hier soll der sogenannte Naturpark sein. Okay, wahrscheinlich ist das ganze Land ein Naturpark, oder? Oh, hey Toadie, du bist ja auch da. Was machst du denn hier? Psst, Mario, nicht so laut. Da hinten sind Eichhörnchen. Oh, was? Oh ja, tatsächlich. Schaut mal, hier sind die ersten Tiere, die wir entdecken können. Zwei süße Eichhörnchen. Die essen wahrscheinlich gerade Nüsse und sorgen für ihren Wintervorrat. Muss ganz vorsichtig sein. Oh nein, es tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. Naja gut, wilde Tiere sollte man auch immer in Ruhe lassen, vor allem im Wildpark. Wenn man die Chance hat, Tiere näher zu kommen, heißt das nicht, dass man sie erschrecken soll oder sie jagen soll. Und da ist ein Häschen, kleines Hoppelhäschen mit einem Hut. Na, du bist ja ein süßer Fratz. Oh, Entschuldigung. Okay, ich lass dich in Ruhe, keine Sorge. Okay, Eichhörnchen und Hasen gibt es hier im Naturpark. Oh, hey Luigi. Hi Mario. Wo soll jetzt aber bitte der Zugang zum Zug sein? Das dürfen wir nicht vergessen, denn der Toad sagte, ich soll im Naturpark in den Zug steigen. Allerdings sehe ich hier noch keinen Zug. Wahrscheinlich ist die Haltestelle weiter oben. Ist da oben etwa im Naturpark der Bahnhof? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Und nicht nur das, vielleicht entdecken wir sogar noch ein paar andere Tiere. Also hier sind nur Maschinen. Und da unten? Da unten sind braune Pilze, sogenannte Goombas. Aber Goombas sind nicht wirklich Tiere, also die zählen nicht dazu. Okay, dann lasst uns mal weiter nach oben klettern. Hier im Forstland, oder genauer gesagt, im Naturpark, gibt es ja nicht nur Tiere, Roboter und Goombas, sondern auch wunderschöne Blumen, tolle Pflanzen, Büsche, Gräser, alles Mögliche. Eisbergstraße. Ich glaube, hier irgendwo müsste der Zug abfahren, aber hier sieht man noch diese ganz, ganz exotischen blauen Vögel. Schaut euch die mal an. Sind die nicht wunderschön? Einfach unglaublich. Ich liebe blaue Vögelchen. Habt ihr ein schönes Gefieder? Ein wundervolles Federkleid. Einfach grandios. Okay, kleine Vögelchen, dann möchte ich euch eigentlich nicht erschrecken. Aber wahrscheinlich fliegt ihr weiter, um Nahrung zu finden. Vögel sind ja ständig auf Nahrungssuche, oder? Die müssen ja auch ihre Kleinen versorgen. Aber gut, ich würde sagen... Oh, ich glaube, ich höre was. Ist da hinten etwa der Zug? Oh, da sollte ich mich beeilen, bevor ich den Zug verpasse. Der Zug fährt in den Zoo. Ich komme. Wow, wow, wow. Schnell, schnell, schnell. Und tap in die Kanone zum Zug.
Aber das war, glaube ich, nicht die Kanone, von der Toad gesprochen hat. Na, immerhin bin ich jetzt auf dem Weg zum Zoo. Der Naturpark hat mir aber auch schon sehr gefallen. Mit den Eichhörnchen, mit den Hasen, aber auch mit den wunderschönen blauen Vögeln. Einfach super. Uah, nein, 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 stopp, 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 ich muss ja noch auf den Zug. Ach, herrje, war das jetzt knapp. Und was seid ihr für komische Propellerfreunde? Entschuldigung, ich muss hier aber mal durch. Na gut, als Tanuki Mario sollte mir hoffentlich nichts passieren. Kugelwillis, was wollt ihr denn jetzt? Ich will doch nur in den Zoo gehen. Achtung! Und tap. Okay, puh. Gerade noch mal gut gegangen. Also so einen gefährlichen und beschwerlichen Weg in den Zoo habe ich mir beim besten Willen nicht vorstellen können. Aber gut, ich glaube, irgendwo anders ist es bestimmt einfacher, um in den Zoo zu kommen. Man fährt dann einfach mit der Bahn und dann mit der U-Bahn, mit der S-Bahn, mit dem Bus, wie auch immer, und ist schon da. Und ich, der arme Mario, ich muss diesen gefährlichen Weg hier nehmen. Sind wir jetzt schon da? Ah, noch nicht. Was sagt dir der Toad nochmal? Wenn ich im Zug bin, soll ich die Röhre nehmen und dann zur Kanone gehen. Aber eine Kanone habe ich hier noch nicht entdeckt. Vielleicht hier? Ja, hier gibt es zumindest einen Feuerbruder. Und tap. So. Oh, wir sind schon fast am Ziel. Da vorne ist die Haltestelle. Ich glaube, ich muss jetzt aussteigen. Na gut. Dann ab geht's. Durch die Röhre. Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Bin ich schon im Zoo? Uah, Fauna und Flora. Eieieiei. Riesige Pflanzen. Uah, bloß weg hier. Wow. Ein Tier, ein Fisch. Aber ich glaube, dieser Fisch möchte mich fressen. Bloß weg hier. Bin ich hier eigentlich richtig? Ist das tatsächlich der Weg, um in den Zoo zu kommen? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Wow, riesige Gumbas. Lass mich bloß in Ruhe. Okay, zurück ins Wasser. Hier bin ich zumindest sicher vor den Gumbas. Was ist da oben? Da fliegt irgendetwas. Lakitu! Hey, du kannst mich doch nicht mit den Starris bewerfen. Okay, ich schwimme einfach mal weiter. Hm? Irgendetwas scheint da vorne zu sein. Lass uns das mal genauer betrachten. Oh, da ist ein Loch. Ah, das ist die Kanone, von der die Rede war. Mit dieser soll ich mich anscheinend zum Windgarten katapultieren lassen. Okay, Windgarten-Galaxie, ich komme! Wow! Wer hätte gedacht, dass die Kanone mich so weit wegschießen kann? Willkommen in der Galaxie. Puh, ziemlich schön hier. Und das muss der direkte Weg sein, um in den Zoo zu kommen. Wir sind fast da, wir sind fast da. Okay, dann mal los. Woohoo! Hey, da unten sind sogar Hasen. Na, das sind aber hübsche Hasen mit gelben Öhrchen. Hey, ihr seid auch ziemlich zahm. Ist alles okay bei euch? Mal sehen. Wir haben ein Problem mit den Maulwürfen, die unser Land verwüsten. Und auch den Zoo. Berührungen mit Maulwürfen sind schmerzhaft. Also mach eine Stampfattacke in ihrer Nähe. Bitte rette den Zoo, Mario. Was? Ich muss den Zoo retten? Ja, okay. Ich werde mein Bestes geben. Und ich sollte besser keine Zeit verlieren. Schnell, schnell weiter. Und mit dem Blümchen fliege ich einmal weiter. Sind das eigentlich Pusteblumen? Ich meine, diese Blume hier, die sieht zwar nicht aus wie eine Pusteblume, aber scheint so zu funktionieren, oder? So, und jetzt bin ich auf diesem Planeten. Aber kein Zoo weit und breit. Na, das hilft mir nicht weiter, aber hier sind diese fiesen Maulwürfe. Und die graben alles um? Die machen den Zoo kaputt? Ich verstehe das nicht. Aber gut, um den Zoo zu besuchen, muss ich den Zoo auch noch retten. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hey, ihr Maulwürfe! Warum grabt ihr hier alles um? Hört doch auf damit! Ich werde euch stoppen! Wo sind die denn bloß? Die sind hier kreuz und quer unterwegs. Genau so, damit sie nicht von uns gestoppt werden. Aber unabhängig davon, was glaubt ihr, werden wir für Tiere im Zoo entdecken können? Vielleicht so etwas wie Giraffen? Elefanten?
Kängurus? Oder was ist mit Krokodilen, Gorillas, Flamingos? Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Vielleicht auch ein paar Wasserschildkröten. Welche Tiere habt ihr schon im Zoo gesehen? Schreibt das gerne in die Kommentare. Und wir haben es geschafft. Wir können jetzt tatsächlich mit dem Stern zum nächsten Planeten. Aber wird dann da vorne etwa schon der Zoo sein? Und wenn ja, wo sind die ganzen Maulwürfe, die hier für Ärger sorgen? Wir fliegen weiter. Riesige Äpfel. Oh, da kriegt man doch direkt Lust auf leckeres Obst, oder? Jetzt einen Apfel essen oder eine Banane. Das wäre sehr, sehr lecker. Oh, ich möchte Obst essen. So toll. So, einmal drumherum. Und Achtung. Gerade noch an dem Wegler vorbeigelaufen. Hätte ja auch schief gehen können. Und wir laufen weiter. Auf dem schönen Wurm. Auf der schönen Raupe. Die wird mal bestimmt zu einem richtig schönen Schmetterling, wenn sie genug gegessen hat. Denn nur wer viel und auch gesund isst, wird groß und stark werden. So, Achtung. Hui. Und tap. Sehr schön. Da gibt's noch mal ein paar extra Sterne. Und hier? Das war der richtige Weg. Liebe Raupe, danke, dass du uns hilfst, hier weiterzukommen. Mach's gut, liebe Raupe. Bis zum nächsten Mal. Und zack. So, und da ist der nächste Stern. Den nehmen wir gleich mal. Doch vorher hole ich mir noch den Pilz. Und Vorsicht ausweichen. Und dann geht's nach oben mit uns. Zack und geschafft. Hilf, was ist denn hier los? Das arme Häschen wird verfolgt. Aber von wem? Das muss der böse Maulwurf sein. Hey, der will mich fressen und den ganzen Zoo kaputt machen. Bitte hilf mir. Warte, warte. Ich werde dich retten. Hey, lieber Maulwurf, kannst du aufhören damit? Ich glaube, der möchte nicht aufhören. Hey, du sollst da rauskommen. Hör auf, den Zoo kaputt zu machen. Sag mir lieber mal, wo der Eingang zum Zoo ist. Mario, hör auf zu stören. Ich möchte, dass alles voller Maulwürfe ist. Ja, Maulwürfe sind ja ganz toll, aber wir brauchen auch Platz für die anderen Tiere. Was? Nein, niemals! Wow, okay. Hab's ja nicht so gemeint. Ich mein's ja nur gut. Es muss doch Platz für alle Tiere geben, oder? Nein, nur für Maulwürfe. Stopp, stehen geblieben. Hab ich dich. Na, hast du schon genug? Ich schon genug? Na, warte, Mario. Oh, oh, ich glaube, der meint es ernst. Oh, liebes Häschen, ich beschütze dich. Zumindest versuche ich das. Okay. Achtung, Achtung. Und hepp. So, das war's dann wohl, oder? Nein, nur. Wow. Nimm das, du fieser Maulwurf. Und beim nächsten Mal bist du gefälligst ein bisschen freundlicher zu uns, okay? So, der wäre besiegt. Sehr schön. Und da ist der Stern. Das ist alles schön und gut, aber ich wollte doch in den Zoo. Danke, dass du mich gerettet hast. Um in den Zoo zu kommen, kannst du einfach das Safari-Auto nehmen. Welches Safari-Auto? Das ist da links. Viel Spaß im Zoo, Mario. Danke. Auf geht's in den Zoo. Wir fahren in den Zoo. Wir fahren in den Zoo. Oh, wir sollen genau hinsehen. Achtung, es gibt direkt mal ein Tierquiz im Zoo. Wir sehen zwei rosafarbene Elefanten, ein rosafarbener Flamingo und ein lilafarbenes Zebra. Okay, und jetzt kommen die Aufgaben für uns. Seid ihr bereit? Los geht's. Frage 1. Trat doppelt auf. Welches Tier kam doppelt vor? Es war der Elefant. Habt ihr das alle richtig gehabt? Na dann, weiter geht es mit der nächsten Frage. Und diesmal lautet diese: War am Wasser. Welches Tier war am Wasser? Es war natürlich der Flamingo. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zur Frage 3. Achtung. War nicht zu sehen. Welches Tier haben wir gerade eben nicht gesehen? Es war natürlich der Gorilla. Haha, das war gut. Aber jetzt machen wir gleich nochmal eine Runde. Passt genau auf. Welche Tiere sehen wir? Merkt euch jedes Detail. Zwei Zebras mit zwei Äpfeln im Mund.
2 Elefanten und, Achtung, 5 Löwen, 2 männliche und 3 weibliche Löwinnen. So, jetzt kommen die Fragen. Frage 1. Frage Nummer 1. Waren am meisten da? Na, am meisten waren doch die Löwen da. Das ist die richtige Antwort. Gut gemacht. Sehr schön. Die Katzen-Community ist eben schlau. Frage 2. Hatte etwas zu essen dabei? Das waren doch die Zebras. Was hatten sie im Mund? Äpfel. Genau. Die Zebras hatten Äpfel. Jetzt kommt Frage 3. Und zwar war nicht zu sehen. Ein Flamingo haben wir doch diesmal nicht gesehen, oder? Zumindest nicht in dieser Runde. Völlig richtig. Genau hinsehen. Eine Runde machen wir noch. Achtung. Hier im Zoo sehen wir einen Papagei am Wasser. Wir sehen 2 schlafende Giraffen. Und wir sehen 2 Gorillas. Okay. Habt ihr euch alles gemerkt? Dann kommt jetzt das Quiz. Frage Nummer 1. Hat geschlafen. Also, die Giraffen haben doch geschlafen, richtig? Genau, exakt. Frage 2. Und diesmal war am Wasser. Welches Tier war am Wasser? Es war der Papagei. Ganz genau, sehr schön. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Frage 3. War nicht zu sehen. Wir haben diesmal keinen Löwen gesehen. Ist das richtig? Genau, völlig richtig. Was für eine schöne Zeit im Zoo. Wir haben viele Tiere entdeckt. Und habt ihr auch mitgezählt, wie viele Tiere es am Ende waren? Wenn ihr sehen möchtet, wie Mario mit seinem Hund Urlaub macht und seinen Hund sogar verliert, dann tippt hier auf dieses Video. Bleibt katztastisch!